Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Hammerhai LP. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, ich heiße im Real Life Norman. Ich bin 27 Jahre jung oder alt, wie man das nimmt, ne? Ja, und was euch hier auf meinem YouTube-Kanal erwarten wird, das sind definitiv mehr Streams. Jetzt auch über Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Da werde ich zum einen streamen GTA Online, auch mit Kumpels. Dann werde ich noch Killing Floor 2 zocken und auch mal Rainbow Six und vielleicht auch noch andere geplante Projekte. So was vielleicht regelmäßig kommen wird, kommt auch auf meine Arbeitszeiten drauf an, wäre dann vielleicht GTA Online-Modus, Just Cause 3. Ja, da muss ich halt einfach mal gucken, auf was ich dann so Lust habe und was ihr eventuell auch gerne sehen wollt. So, dann geht's ja auch gleich mal weiter in GTA Online. Oh Gott, wer ist diese wunderhübsche Frau? Sexy Leggings, geiles Oberteil. Oh, schlank. Oh, Gott, was ist das denn? Das ist ja. Das ist Hammerhai LP. Wow. Na gut, dann zeige ich euch gleich mal. Ich bin natürlich auch im Besitz eines Motorradclubs. Da kann man jetzt natürlich dann auch reingucken. Und dann seht ihr natürlich ja, meine Meth Farm, ja, Crystal Farm. Und was ich schon alles verkauft habe an Warenwert, der Gesamtverdienst und, und. Das werden wir dann auch öfters mal machen. Oder ich werde euch das auch zeigen, wie wir dann Vorräte sammeln. Ach ja, hier gibt es dann auch noch andere Kategorien. Ja, wie Falschgeld, Gras. Ja, Mess. Ach, und alles andere, was da dann auch noch so steht. Da kann man sich auch noch gewisse Lagerhäuser kaufen und halt sein Motorclub-Imperium erweitern. Ja, dann werde ich jetzt euch gleich mal oder jetzt mal den Motorradclub kurz zeigen. Du musst erstmal hier rausgehen. Und zwar, hier ist so, ach, da können jetzt auch viele Motorräder stehen. Da sind die Tore, wo ich rausgehen kann. Dann werde ich euch jetzt erstmal das obere Geschoss zeigen. Da steht auch gerade meine Mutter, ja. Es ist natürlich nicht meine Mutter, ne? Hat auch keinerlei Ähnlichkeit. Ja, hier kann man sich ein bisschen schön hinchillen. Oh, seht, oh, dieses Crystal, das ist viele Geld. Das ist alles sehr schön dekoriert, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Ja, dann gehen wir mal hier zur Bar zu meiner lieben Mutti. Na, What's it gonna altes be? Haus. Ja, natürlich will ich was trinken. Gib mir mal was her hier. Na los. There you are. Das war sehr, sehr geil. Dankeschön, ne? Dog. Ging aufs Haus, oder? Danke. Meine Fresse, ey. Die Angestellten muss man auch erstmal noch hier bezahlen, ne? So, dann gehen wir gleich mal zu dem, was denke ich mal auch sehr wichtig ist für den Motorradclub und was auch ein Motorradclub auszeichnet. Ja, das wären dann zum einen, dass man dort auch Missionen machen kann, wo es immer unterschiedlich Geld gibt, 15 bis ja, 30.000 oder noch ein bisschen mehr. Und das kann man halt alleine und auch mit mehreren machen. Natürlich werden wir nicht nur Motorräder fahren, nein, wir werden auch mit einem sehr geilen Auto fahren, ja, den ich sehr liebe. Aber wir werden auch mal heikle Missionen schaffen, Vorräte von A nach B schaffen, wo wir, oh, Scheibenkleister, naja, wo wir verfolgt werden. Und ja, da müssen wir Vorräte auch sichern und die dann sicher zu unserer Drogenfarm, ja, hinbringen. Das wäre dann meine Drogenfarm und jawohl, verteidigt und auch abgeliefert. Also Drogen sind gesichert, meine Damen und Herren. So, dann werde ich euch dann gleich nur noch mal einen kleinen Rundgang hier zeigen durch mein kleines schickes Labor. Ich habe natürlich alles so verbessert, wie es sein sollte, auf Optimum Maximum, versteht ihr? Und ja, da muss man halt auch regelmäßig dann Vorräte farmen, damit man dann halt auch produzieren kann, damit die lieben netten Mitarbeiter, wie ihr die auch hier seht, einfach ihre Arbeit tun können. Wie ich finde, das sieht echt sehr, sehr nice aus, wie sie das hier alles gestaltet haben. Ja, dann gibt es auch noch sowas wie einen Computer, wie es überall gibt. Da kann man auch sehen, okay, die Versorgung kann man tätigen. Wo will man es verkaufen? Will man es selber kaufen?
Bei Waren verkaufen kann man einstellen, okay, willst du es für einen höheren Preis, für einen niedrigeren Preis machen und. Ja, wie ihr auch schon mitbekommen habt, sind wir hier gleich in meiner tollen Garage. Hier ist der T20, ich glaube Progen, ja. Aber natürlich hier in Real Life ein McLaren P1. Dann würde ich mal sagen, das wäre eine Ducati im Real Life. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, aber auch sehr schön. Orange ist ja meine Favorite-Farbe, ne? Wie ja, glaube ich, jeder im Privatleben von mir weiß. Ja, das ist dann hier die Hayabusa. Auch etwas besonderen Look gegeben mit diesen Farbsprenglern. Ja, da kann man jetzt gleich nochmal hier gucken, was ich nochmal für Fahrzeuge habe. Ja, das wären zum einen diese da, die drei. Natürlich füllt sich das noch. Und ja, dann würde ich mal sagen, besuchen wir mal mein oberes Apartment. So, hier ist mein schönes Apartment. Natürlich ein, ist eigentlich gar kein Apartment, eigentlich ein Haus. Ja. Wie ich finde, sehr, sehr nice auch gemacht. Auch von innen drin super toll eingerichtet. Mit einer offenen Küche, wie man zur linken Seite sehen kann. Einem Essbereich und einen Kamin sogar und Wohnzimmer. Und ich finde auch einen grandiosen Blick. Draußen befindet sich da auch noch ein Pool und die Garage fasst dann halt auch 10 Fahrzeuge. Was auch dann noch später wichtig sein wird, da kann man auch noch Heists mitmachen. Ich habe leider bis jetzt nur den ersten Heist gemacht, weil ich noch nicht mit so vielen Leuten irgendwie zusammen das machen konnte, von vorne bis hinten so einen Heist auch durchziehen. Aber ich hoffe, das wird sich dann auch bald mal geben. So, dann last but not least in GTA Online habe ich ja auch noch ein Büro mir erworben, dieses schicke, und das ist diesmal ein Apartment. Ja, damit kann man dann halt auch andere Missionen machen, außer jetzt die Motorrad-Club-Mission, logischerweise. Dann fahren wir jetzt mal den Fahrstuhl hoch. Dann werde ich da gleich meine super tolle Sekretärin sehen. Ja, da ist sie auch gleich. Sie nennt mich Boss, so muss das sein. Ja. Ja, What hallo. can I do for Ich habe you? gerade schon Hallo gesagt. Nix kannst du tun. Naja, Just let me außer know what du you könntest need. mir vielleicht mal irgendwas zu trinken geben. Nee, nee, nee. Ach Our komm, ich nehme fearless einfach das. leader. Hi there. Dankeschön. Have a good day. Jo. So, dann kann man sich hier schön hinsetzen für meine Besucher, die ich eh nie haben werde. Hier sind meine Arbeiter, die ich nicht habe. Hier ist mein Bürotisch, wo ich ja, ein bisschen was drauf liegen habe, was mir sehr gefällt. Aber was natürlich sehr geil ist, in diesem Apartment ist dieser tolle, super geile Ausblick, ne? Also der ist wirklich phänomenal. Und da gibt es natürlich auch, wie überall, auch einen Computer, wo man dann reingehen kann. Man kann ja auch mal die Kusche halten. Da kann man auch reingehen. Also man kann nicht in den Computer reingehen, man kann nur mal reingucken. Ja, bitte weggucken, ich gebe gerade Passwort ein oder gleich. Mein Gott, das dauert. So. Ja, und zwar gibt es dann hier die Speziallieferung. Ach, du kannst da jetzt also wie Edelsteine, Tierhäute oder dann kannst du noch Fahrzeuge holen. Aber für jedes Ding brauchst du halt eine extra Garage. Für die Spezialfracht habe ich mir jetzt schon eins geholt. Hier kann man mal sehen, ja, sich 42 Kisten holen kann, wie viel ich verkauft habe, was das bringt alles an Warenwert. Du kannst hier eine, zwei oder drei Kisten kaufen. Es ist halt sehr schwierig, wenn man das alleine machen muss. Dann würde ich immer eher zwei Kisten empfehlen. Ja, hier kann man sich halt, wie gesagt, auch nochmal Lagerhäuser kaufen, aber die kosten alle scheiße Geld. Das muss ich erstmal zusammen farmen. Ja, dann war es das zu GTA Online, würde ich jetzt mal sagen. Dann also erstmal danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Also ihr seht, ich habe noch so viel vor und ich möchte eigentlich noch sehr viel zeigen. Aber auch nochmal etwas, dass ihr euch so ein bisschen freuen könnt, weil ihr auch mal lachen könnt. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen langatmig und langweilig, ne? Oder? Naja, jetzt geht's mal so in die Sache, so Rainbow Six Socken, Killing Floor. Was kann euch erwarten? Guckt einfach selbst und danach ist auch beendet, ja? Also gucken und genießen. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack! Zack, zack! Okay, jetzt muss ich trinken. Scheiße. Fail, ich hab eh nichts. Doch, ich hab Cola Zero. Es gibt natürlich auch andere Marken wie Pepsi Cola. Nicht Spaß. War jetzt keine Fremdwerbung, ey, ja? Lucifer, du bist auch geldgeil! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist? Achso.
bin gerade hängen geblieben. Ja, jawohl! Ah! Was soll denn die Scheiße? Ich hab dich gerade getötet! Oh. Das gibt's doch nicht! Ich war gerade so gut! Ich kann schon wieder nicht auswählen. Das ist zum Kotzen, dass ich meine tote Leiche da vor mir. Das ist geil, oder? Nee. Vor allem, die zeigt auf etwas. Ich kann tote Menschen sehen. Hinter mir. Hinter mir ist der ein oder andere. Wo ist denn der, du Hurenfick? Lol. Ja, genau da. Toll, jetzt, wo du gestorben bist, konnte ich dich sehen. Wo ist denn der? Wo? Hab. Ja, könntest du mich da mal bitte. Ja, weil der sich auf mich konzentriert hat, Alter. Komm her, wo bist du denn? Ja, warte, ja, hinter dir. Komm her, die Kisten. Und zu mir, Baby. Oh ja, ich geb dir eine fette Spritze. Warte, oh ja. Oh ja, gib's mir. Oh, warte. Ah! Oh mein Gott, in das andere Arschbacken-Ding. Ich hab nur ein Arschloch. Oh nee, bitte. Lol. So. Also im Team. Ne? Im Team sind wir sehr gut. Wir sind gerade hatten in Ruinen. Oh fuck, Snipper oben links. Links oben, Snipper, du noch. Ja, ich weiß, ich wollte die anderen noch töten, meine Fresse. Tut mir leid. Ja, ey. Ich wollte das nächste Mal, was du zu mir sagst. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Diskutiere hier nicht so rum. Sonst muss ich meinen Vater holen und der ist ganz böse. So, der Mann! Du hast aber einen strengen Vater. Ja. Den strengsten der Welt. Ab ins Camp!